herrliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass viele von zu Hause zugeschaltet haben. Gruß an alle Locations. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam in den Advent starten, in die Weihnachtszeit. Und jetzt mal ganz ehrlich, heute ist der 28. November und heute ist der erste Advent. Also ich kenne als Kind das so, dass Advent im Dezember war. Oder? Ihr auch? Ihr auch? Also irgendwie laufen Dinge dieses Jahr einfach so komisch. Also jetzt ist es im November, wenn wir nicht aufpassen. Irgendwann kommt Weihnachten kurz nach den Sommerferien. Happy End sein, sage ich dir nur dazu. So läuft das mittlerweile. Hey, aber wir gehen in eine fröhliche und selige und gnadenbringende Weihnachtszeit. Und am Anfang von so einer Zeit, da muss man sich ja so ein bisschen einstimmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bist, in der Adventsstimmung. Weil heute ist der erste Advent. Viele Menschen machen das so, dass sie eben am ersten Advent sich in Stimmung bringen, einstimmen, indem sie eine Kerze anzünden. Wer von euch hat heute Morgen schon eine Kerze angezündet? Können wir hier in die Runde fragen? Ein paar, ja? Doch, hier sind es einige. Wir sind ja an vielen Orten gleichzeitig heute. Ich frage mal in die Locations rein. Wer hat von euch in den Locations heute schon eine Kerze angezündet? Okay, auch einige, ja. Ich frage auch mal an alle, die zu Hause sind. Großteil ist ja zu Hause und guckt dazu. Wer von euch hat eine Kerze angezündet heute Morgen? Okay, das sind schon weniger, ja. Okay, obwohl ihr mehr Zeit hattet wie wir, ist ja komisch, aber wahrscheinlich denkt ihr euch, ich bin doch nicht so blöd und melde mich, das sieht das eh nicht. Also deswegen frage ich gleich nochmal, wer von euch hat zu Hause heute eine Kerze angezündet? Hand hoch? Okay, doch ein paar mehr. Gut, dann bin ich beruhigt. Schön. Hey, wir starten gemeinsam in der Adventszeit. Aber damit wir nicht gleich zu Anfang, zu Beginn in so eine Zweiklassen-Adventsgesellschaft abdriften, wollen wir gemeinsam heute hier eine Kerze entzünden. Das wollen wir machen und Manuel hat das ja vorhin in der Moderation schon angeteasert und gesagt, dazu gehört natürlich ein Gedicht. Ein Gedicht, das wir miteinander hören. Und die Frage an euch, wer hat jetzt mal hier aus dem Raum raus ein Adventsgedicht mal als Kind gelernt? Ja, als Kind? Ja, komm mal. Das, oh ja, okay, gar nicht so viele. Die wissen, ich will nicht. Die zweite Frage ist, wer von euch kann heute noch eins und wer bereit, hier auf der Bühne mit uns als Multi-Site-Church ein Gedicht zu teilen? Mutige vor, ich zünde die Kerze an und du darfst ein Gedicht aufsagen. Ich warte genau 5 Sekunden. 1, 2, okay, keiner. Wir haben online gefragt, ob ihr bereit wärt, mit uns ein Gedicht zu teilen, wer eins hat. Und wir hatten tatsächlich eine Einsendung, die fast so ist wie ein Licht anzünden und ein Gedicht aufsagen. Ist nicht ganz so, aber es war so cool, dass wir gesagt haben, wir teilen es mit euch. Und dann müssen wir gemeinsam ein Gedicht hier aufsagen. Sorry, es übernimmt keiner für euch. An allen Locations, wir sagen gleich gemeinsam ein Weihnachtsgedicht auf. Hier ein kurzer Gruß. Hört es euch an. Hallo ICF Karlsruhe, wir sind hier in der DM Arena und bauen auf für Weihnachten neuer Leben und wir feiern unseren Adventstag so, den ersten Advent, haben uns Adventskranz gebaut und hier wird geschafft und gefeiert und wir freuen uns, dass wir in 2 Wochen starten können bei Weihnachten neuer Leben. Hui! Das war schön. Sehr, sehr cool. Also lasst uns gemeinsam einstimmen auf den Advent. Ich habe ein Gedicht mitgebracht von Rainer Maria Rilke. Ihr seid ready alle zusammen? Hier kommt es. Also Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht Herrlichkeit. So. Oh. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen da, oder? Jetzt ist schon, sind wir eingestimmt, auch in den Locations zu Hause. Sehr schön. Wir starten in die Adventszeit und haben uns natürlich überlegt,
zu was wollen wir predigen? Was wollen wir denn miteinander bewegen in dieser Adventszeit? Und haben gedacht, hey, wenn wir schon mal ein Buch schreiben zu der Adventszeit mit 24 Mal Weihnachten neu leben, dann predigen wir doch auch aus dem Buch raus. Ich habe mir ein Kapitel ausgesucht, das die Überschrift trägt, der Weihnachtsbaum, warum wir den Tannenbaum aus dem Fenster werfen. So. Und dann habe ich gedacht, mich hat das interessiert, ich fand das eigentlich ein schönes Thema. Es war eine andere Frage. Warum schmeißen wir den Baum aus dem Fenster? Und ich habe das Erste, was mir gefragt hat, wer wirft überhaupt Bäume aus dem Fenster? Ja, unter uns, wie viele Schweden haben wir hier? Ja, nicht so viele. Alles klar. Fun Fact, ja, es gibt 20 Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr ungefähr, die in Deutschland aufgebaut werden. Interessant, ich habe es mal gegoogelt, wie viele Bäume stehen im Schwarzwald? 4 Millionen. Das ist ein Bruchteil. Wenn du genau hinliest, zählen da aber auch nur Bäume ab der Höhe von 15 Metern. Also sind schon einige dort. Und tatsächlich war das bei mir, haben wir das gemacht als Familie. Wir haben den Tannenbaum jedes Jahr aus dem Fenster geworfen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben es wirklich dann, den Baum genommen, Fenster auf, zack, und dann den Baum raus. Aus zwei Gründen. Der erste war, wenn du den durch die Wohnung schleppen musst, ja, ist alles voller Nadeln. Ja, und dann musst du durch den Gang und die Treppe runter. Wir haben im ersten Stock gewohnt und so. Und dann war irgendwie alles voll. Du musst alles wieder putzen. Ja. Und das Zweite, warum wir ihn rausgeworfen haben, weil unten dran ein Ziegengehege ist bei uns. Wir haben Ziegen bei uns. Und dann kannst du den Baum, haben wir immer den Ziegen reingeworfen. Wir haben ihn praktisch ökologisch entsorgt. Für die war das ein Festessen. Die lieben Tannenbäume. Jetzt nicht unsere Tannenbäume vorbeibringen. Aber es sind gute Gründe, einen Baum aus dem Fenster zu werfen. Weniger Dreck und ein Festmahl für die Ziegen. Aber warum werfen wir den Baum aus dem Fenster? Warum fliegt irgendwann der Tannenbaum raus? Ganz klar, weil Weihnachten vorbei ist. Weil was Neues anfängt. Ein neues Jahr fängt an. Ein neues Jahr beginnt und deswegen fliegt der Weihnachtsbaum aus dem Fenster, aus der Tür, egal. Und das ist bei allen so. Und irgendwo gibt es aber bei jedem Menschen diesen einen Moment im Leben oder diese eine Lebensphase oder dieses eine Jahr, wo nicht nur der Baum rausfliegt, sondern wo die Menschen Weihnachten und seine ganze Bedeutung gleich mit entsorgen. Das passiert. Ja, alles, was dranhängt an dem Baum, alles fliegt raus. Und nicht nur für das laufende Jahr, um Platz zu machen, sondern wenn sie ihn rauswerfen, wenn du Weihnachten mit seiner ganzen Bedeutung rausschmeißt, dann für immer. Du sagst, ab hier ist für mich fertig. Ich kann mit Weihnachten nichts mehr anfangen. Und alles, was schön ist und was bedeutungsvoll ist, fliegt gleich mit raus. Warum machen wir das? Weil wir erwachsen geworden sind. Weihnachten. Jedes Jahr aufs Neue. Jedes Jahr wieder stille Nacht, heilige Nacht. Das Fest der Liebe und der Freude. Als Kinder konnten wir es kaum erwarten. Wir lagen im Bett, konnten nicht einschlafen und waren gefangen von dem Zauber, der Weihnachten umgibt. Und heute? Heute ist alles anders. Diese stille und heilige Nacht ist ein Mythos geworden. Nichts ist still und nichts ist heilig. Der Lärm der Stadt, das Einkaufen der Geschenke, die Erwartungen der anderen lassen uns vergessen, worum es wirklich geht. Aber die Sache ist die. Es ist schwer, diesen Zauber, der Weihnachten umgibt, ganz aufzugeben. Denn tief in uns steckt diese Sehnsucht nach einer wahrhaft stillen und heiligen Nacht. Und wenn wir bei all dem Trubel, bei all dem Stress die Kraft aufbringen, um stehen zu bleiben, anzuhalten und ganz genau hinzuhören. Können wir diese stille und heilige Nacht auch heute noch hören? In der Bibel gibt es einen Vers,
der das ganz schön beschreibt, was wir gerade gehört haben, was wir erleben. Und zwar steht in 1. Korinther Kapitel 13 Folgendes. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Als ich noch ein Kind war. Aber heute bin ich erwachsen. Dinge haben sich verändert. Dinge sind anders geworden. Aus dieser Vorfreude, die du hattest als Kind, wurde Vorleid. Weißt du, Kinder sind ja so, Kinder freuen sich, des einen freut es, des anderen leid. Und Kinder freuen sich, haben Vorfreude auf Weihnachten, Eltern haben Vorleid. Es gibt gar keinen Gegensatz für Vorfreude, habe ich festgestellt, deswegen habe ich Vorleid mal erfunden. Aber genau das ist, was passiert. Es ist nicht mehr so, dass du eine Kerze anzündest, als Kind zündest du eine Kerze an. Und dann ist, oh, herrliche Stimmung. Als Eltern zündest du das hier an. Es sieht ähnlich aus, aber ist in seiner Wirkung doch so anders. Wie eine Stange Dynamit. Warum? Was bedeutet das, wenn du sowas anzündest? Erster Advent ist wie wenn du hier Lunte, wenn du da ein Feuerzeug dran hebst und sagst, ab jetzt geht's los. Erste Kerze brennt, Weihnachten kommt. Ja, du hast 24 Tage Zeit, Weihnachten zu entschärfen. Ja, und jede Woche kommt eine neue Stange Dynamit dazu. Jede Woche, der Druck wächst, die Angst wächst und du hast Angst, dass dir Weihnachten um die Ohren fliegt, dass es wieder knallt an Heiligabend. 24 Tage lang bist du damit beschäftigt, Weihnachten zu entschärfen. Das ist die Wahrheit. Wem geht's so? Wem geht es so? Mir alleine. Keiner meldet sich. Alle sind in Schockstarre gefallen hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Aber so fühlt sich's an. So verändert sich's. Als Kind ist es, ich kann es kaum erwarten. Als Eltern bist du, ich kann es kaum bezahlen. Ja, also die ganzen Wünsche, die da sind, als Kind ist echt. Was ist der Unterschied? Als Kind hast du die Illusion und hast dich der Illusion hingegeben, dass alles, was du erlebst, wahr ist. Alles ist wahr. Der Nikolaus. Der Weihnachtskalender, den hat irgendjemand aufgehängt. Den Teller tust du raus und den füllt irgendjemand. Oh, ja. Und an Weihnachten kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind. Und als Erwachsener bist du desillusioniert. Du bist desillusioniert. Weihnachten ist was für Kinder, also raus damit als Erwachsener. Hast keine Chance. Die Frage ist, ist es der einzige Weg, wie du mit Weihnachten umgehen kannst, indem du es komplett entsorgst aus deinem Leben? Oder gibt es einen Weg, wie du Weihnachten auch als Erwachsener erleben kannst? Worin liegt das Problem? Ich habe mich an ein Gespräch mit meiner Schwester erinnert. Die ist ein bisschen älter wie ich, hat auch kleine Kinder und sie hat zu mir gesagt neulich, weißt du, Henning, wir fragen uns gerade, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, unseren Kindern zu sagen, dass es das Christkind gar nicht gibt. Oh, ich habe gestern Abend meinem Sohn die Predigt vorgesprochen, aus Versehen, weil er saß, er wollte nicht schlafen gehen, hat er zugehört und hat gesagt, genau so war es, Papa. Genau so war es, ich habe es geglaubt, gerade das mit dem Nikolaus, mit dem Stiefel. Aber dann haben Freunde angefangen zu erzählen, haben gesagt, das stimmt gar nicht. Da habe ich mich noch gegen gewehrt. Aber irgendwann haben das alle gesagt, dass es den nicht gibt. Und dann habe ich es halt auch geglaubt. Und da merkst du, dass vieles einfach Symbolik hat, symbolischen Wert hat in dieser Weihnachtszeit mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann und so weiter. Und dass du als Erwachsener feststellst, das ist alles eine Illusion. Das stimmt alles gar nicht. Und ist es da nicht folgerichtig, dass du dich als Erwachsener fragen darfst, ob das Ende der Geschichte nicht auch nur Illusion ist? Dass dieses Kind in der Krippe einfach nur ein Kind war oder gar nicht drin war? Dass es keinen Heiland gab, keinen Retter der Welt, der in die Welt gekommen ist? Ist es nicht so, dass du dich das fragen darfst, ob das nicht auch stimmt? Mich hat das an einen Witz erinnert, an einen Witz. Pass auf, zwei Leute fliegen, wollen Fallschirmspringen machen, sind oben, fliegen und der Ausbilder ist nebendran, die gucken runter, ist ihr erster Fallschirmsprung und sie denken so, oh Mann, ich weiß nicht, ob das gut ist, da rauszuspringen, ist das denn auch sicher? Und dann fragen sie den Ausbilder, das ist gar kein Problem, ne? Bei 1000 Meter Höhe, da ziehst du zack an der rechten Schnur und dann öffnet sich der Fallschirm.
Sollte aus irgendwelchen Gründen auch immer der Fallschirm sich mal nicht öffnen, zieh einfach an der linken Schnur. Zack, und dann öffnet sich der Notfallschirm. Und dann, wenn ihr unten angekommen seid, dann ist unser Shuttle und der bringt euch wieder zurück an unsere Base. Und die zwei sind beruhigt und springen aus dem Flugzeug raus, 1000 Meter Höhe. Sie ziehen an der rechten Schnur, nichts passiert. Sie sausen weiter Richtung Boden, 500 Meter Höhe. Sie ziehen an der linken Schnur, nichts passiert. Und dann sagt der eine zu anderen, du, weißt du was? Ich glaube, wenn wir unten angekommen sind, der Shuttle ist auch nicht da. Will sagen, wenn alles an der Geschichte am Ende nicht stimmt, warum soll der letzte Teil stimmen? Das mit am Ende deines Lebens ist ein Shuttle da, der dich nach Hause bringt. Am Ende gibt es ein Happy End. Am Ende ist da jemand, der dich erwartet, empfängt und dass alles gut ausgeht. Wenn das vorher schon alles nicht funktioniert hat. Wenn die ganze Geschichte nicht stimmt, warum sollte das Ende dann wahr sein? Unser Fazit als Erwachsener, die ganze Geschichte Weihnachten ist ein schlechter Witz. Und so denke ich als Erwachsener. Denke ich so alleine? Denken wir so alleine? Nein. Das denken alle so. Es ist ganz normal, dass sich etwas verändert in unserem Leben drin. Und die Bibel macht da echt auch keinen Hehl draus und sagt, hey, als Kind war es so, als Erwachsener ist es anders. Es gibt auch eine psychologische Begründung. Der Psychologe James Fowler hat ein Modell entwickelt, wo er den Glauben und seine Entwicklung anschaut. Und das nennt er die Stufen des Glaubens. Und es sind verschiedene Stufen. Das ist hier mal ein Bild, was wir anschauen können. Ich will es gar nicht im Detail erklären, aber es geht los, dass du als Kind einfach alles glaubst, hat alles Platz. Da gibt es Engel, da gibt es den Weihnachtsmann und das funktioniert alles. Und dann entwickelt sich dein Glaube. Und das Kritische ist eigentlich die Stufe 4. Wo du anfängst, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen und für dich festzustellen, Moment mal, so ganz genau kann das doch gar nicht sein. Da braucht es ein Verständnis, einen Transfer. Und es gibt positive Sachen. Ich lese ein bisschen den Inhalt vor. Allgemeine Merkmale dieser Stufe, die nennt sich individuierend reflektierender Glaube, ist, dass du ein Bewusstsein für deine eigene Individualität und Autonomie entwickelst, Selbstreflexion und Bereitschaft zur Traditionskritik. So, Weihnachten ist eine Tradition, das wird jetzt mal kritisch hinterfragt. Die Stärken sind, dass du in dem, was du denkst, unabhängig wirst. Ja? Man kann dir nicht mehr alles erzählen und du hast die Fähigkeit zum eigenen Urteil. Die Herausforderung ist das Thema Individualismus. Nur noch das, was du glaubst, stimmt. Der Rest ist falsch. Und wenn du übermäßig kritisch bist, dann schmeißt du alles raus, was irgendwo mit mythologischer Vorstellung zu tun hat und sagst, das ist alles Unsinn. Das gibt es alles nicht. Und du schmeißt alles auf einmal raus. Und hier ist für uns, für viele Leute Schluss. Das ist der Moment, wo der Glaube entmythologisiert wird. Es gibt kein Happy End. Es gibt keine Vergebung. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt keinen Frieden auf Erden. Alles, was es gibt, ist meine Realität. Und das, was dazu kommt, ist Glück, ist Schicksal. Aber für das kann niemand was. Das ist alles einfach nur, es wird einfach, wie es wird. Sorry, aber so ist meine Realität. Da gibt es niemanden, der auf irgendwas da drin Einfluss nimmt, außer mir selber. Und das ist das, warum man dann sagt, hey, Weihnachten ist am Ende, gibt es nur eine leere Krippe. Es gibt nur eine leere Krippe, da ist nichts drin für mich in Weihnachten, in dieser Krippe. Und ich habe als Erwachsener gelernt, dass Weihnachten, diese 24 Tage Adventzeit bis Heiligabend, das ist am Ende eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Da wird dir was vorgegaukelt, am Ende ist aber immer nichts drin für mich. Und ich habe als Erwachsener gelernt, nicht jedes Jahr neu in diese Sackgasse zu rennen. So leben wir, wenn wir in dieser Stufe von dieser individuierenden, reflektierenden Stufe einfach sagen, komm, wir schmeißen alles raus. Paulus, der das geschrieben hat, als Kind habe ich das, was kindlich war, so gehandhabt, als Erwachsener habe ich weggetan, was kindlich ist. Was hat der gemacht? Er war ja ein Erwachsener. Hat er gesagt, okay, für mich hat Jesus und das Ganze, was ich da erlebt habe, auch keine Bedeutung mehr? No way! No way. Er sagt, er war einer der größten Fans von Jesus am Ende.
Und er sieht da überhaupt gar keinen Nachteil drin, wenn man erwachsen wird. Im Gegenteil, er sagt, da ist ein Schlüssel drin. Ich wünsche mir, dass wir endlich erwachsen werden. Er schreibt in Hebräer 6, Vers 1 folgendes: Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Er sagt, hey, es gibt natürlich kritisches Hinterfragen und es gibt dieses, es gibt etwas, wo du sagst, da muss etwas aufhören, was Neues muss anfangen, aber das hat auch seine Zeit. Und du kannst, danach musst du weitergehen, sonst ist das nämlich, was du im Erwachsenenalter lebst, zum Teil kindisches Verhalten, indem du alles nimmst und alles rauswirfst. Er sagte, das ist kindisch. Das ist kindisch. Aus dem Alter solltest du raus sein. Werd erwachsen. Nehmen wir mal das Thema Beziehungen. Beziehung. Beziehung ist wie Weihnachten. Meine erste Beziehung. Ja, du hast Schmetterlinge im Bauch. Du freust dich. Du bist voller Vorfreude, Erwartung. Es ist alles toll. Ja, frisch verliebt nach einem Jahr. Entmythologisiert, desillusioniert. Auf einmal steht ein normaler Mensch vor dir. Und denkst dir, wo ist der Mensch hin, in den ich mich verliebt habe? Und du merkst, okay, diese Beziehung, verliebt bleiben ist ein Mythos. Und die Person wird mich nicht glücklich machen. Und was machst du? Du entsorgst alles. Raus aus deinem Leben. Du schmeißt die Person aus deinem Leben, du schmeißt die Beziehung raus. Aber mehr noch, du schmeißt die Person raus und behältst die Enttäuschung in deinem Herzen. Das, was schiefgelaufen ist, das behältst du für dich. Übertragen auf den Weihnachtsbaum würde das bedeuten, du schmeißt den Weihnachtsschmuck raus und behältst den nadelnden Baum. Den lässt du drin stehen. Deshalb, der bleibt hier. Was passiert? Nächste Beziehung, das Ganze geht von vorne los, Schmetterlinge im Bauch, gutes Gefühl, dann wieder entmythologisiert, desillusioniert. Oh, es ist doch nicht ein Übermensch, in den ich mich verliebt habe, sondern ein ganz normaler Mensch. Und was wird? Der Schmerz wird verstärkt, die Enttäuschung wird verstärkt. Das ist eine Spirale, die immer weiter nach unten geht. Am Ende vom Lied steht einfach, dass du sagst, hey, ich werde mich auf keinen Menschen mehr einlassen. Das funktioniert nicht. Ich habe das Thema Beziehungen komplett rausgeschmissen aus meinem Leben. In meinem Herzen steht nur noch ein nadelnder Baum. Den ganzen Schmuck, alles, was dazukommt, habe ich alles rausgeschmissen. Und dann hast du einen Fehler gemacht. Vielleicht geht es dir so, wenn du auch eine Leidenschaft hast. Du hast zum Beispiel als Kind, Jugendlicher, vielleicht sogar als Erwachsener, gerne gemalt. Nur mal als Beispiel. Und hast ein Bild gemalt und irgendjemand kommt vorbei und sagt, pfah, das ist dein Kind gemalt. Das heißt, nein, das war ich. Also, ja, irgendwelche Worte, wo du sagst, und was passiert? Du schmeißt deine Leidenschaft fürs Malen aus dem Fenster, du schmeißt das Bild aus dem Fenster und du behältst den Schmerz und die Enttäuschung und die negative Aussage in deinem Herzen. Und das ist das Problem. Wie gehen wir damit um? Das Gleiche machen wir mit Weihnachten. Wir nehmen den Weihnachtsbaum und wir sagen, wir sind enttäuscht von Gott. Wir sind enttäuscht von Gott. Gott ist so anders, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Als Kind war er, wow, einfach nur lieb und toll und nett. Und ich habe festgestellt, mein Leben ist so anders. Und deswegen habe ich mich entschlossen, alles rauszuschmissen. Ich bin desillusioniert von Gott. Ich bin desillusioniert. Und ganz ehrlich, ich schmeiße den Baum raus, ich schmeiße die Bedeutung von Weihnachten raus, aber ich behalte den Schmerz in meinem Herzen. Die Enttäuschung über Gott behalte ich in meinem Herzen, dass wenn er nochmal kommen sollte und an meine Tür klopft, ich nicht so blöd bin, nochmal aufzumachen. Dann, wenn diese Sehnsucht in mir aufkommt, zu sagen, oh, irgendwie ist das vielleicht doch, nein, vergiss es. Denk an das, wie du deine Erfahrung gemacht hast. Und das Blöde daran ist bloß, dass wir alle irgendwo diese Sehnsucht in uns tragen. Irgendwo ganz tief, wenn wir ehrlich werden, sehnen wir uns doch danach, dass es mehr gibt. Wir sehnen uns nach einer stillen und heiligen Nacht. Wir sehnen uns nach Frieden auf Erden, auch in uns drin. Wir sehnen uns danach. Und in dieser Spannung stehen wir. Und wir haben immer noch nicht gefunden, wonach wir suchen. So, hier sind wir, erwachsen. Desillusioniert,
entmythologisiert. Was machen wir jetzt mit Advent und Weihnachten? Es gibt drei Möglichkeiten, meiner Meinung nach, wie du jetzt mit Weihnachten als Erwachsener umgehen kannst. Das erste ist, du machst den Schweizer Advent, Nikolaus, Weihnachten. Wir machen nicht mit. Du hältst dich raus. Ja, tust so, als gäbst du es gar nicht. Oder wir entmythologisieren Weihnachten. Sprich, wir schmeißen den Urheber raus. Wir sagen, come on, Gott und Jesus und alles, was da irgendwo drin ist, das schmeißen wir alles raus. Und wir machen daraus einfach eine gute Zeit, eine Geschenke, Glühwein. Wenn alles gut läuft, haben wir uns dieses Jahr alle Liebzeit draus. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, wir stellen einen Baum auf, wir zünden die Kerzen an, wir schmücken den Baum und wir erwarten, dass Gott in unser Leben kommt. Eine stille und heilige und friedvolle Weihnachtszeit. Dritte Möglichkeit. Und für mich liegt die Chance in diesem letzten drin, in dem Wort, was Paulus sagt, ein kurzer Satz, wo ich finde, der passt super. Wie kannst du das vielleicht erleben? Prüfet alles, das Gute behaltet. Prüfet alles, das Gute behaltet. Paulus fordert uns auf, werd erwachsen, prüf alles, ja, hinterfrage, aber das Gute behalte. Schmeiß nicht alles raus und wenn du es rausschmeißt, schmeiß das Richtige raus. Schmeiß nicht das Falsche raus. Wenn wir vor Weihnachten am offenen Fenster stehen, mit dem Weihnachtsbaum, bereit alles rauszuschmeißen aus unserem Leben, dann sagt er, stopp, schmeiß nicht alles raus, das wäre kindisch. Und schmeiß nicht das Falsche raus, weil das wäre schädlich. Schmeiß den nadelnden Baum raus, aber behalte das, was dran hing, zurück. Bewahre das Gute, behalte das Gute, tu nicht alles in Sorgen, prüfe es und behalte das Gute und pack es gut weg, damit es nicht kaputt geht. Wie kannst du das auf dein Leben übertragen? Als Erwachsener hat man mit Desillusionierung zu tun. Wir sind desillusioniert, wir glauben nicht mehr alles, das ist auch gut. Wir reflektieren unseren Glauben, unsere Glaubenssätze, unser Weltbild an der Wirklichkeit, die wir erleben. Und das ist gut so. Und wir glauben einfach nicht mehr das, was man uns erzählt. Und wir entscheiden uns, was wir glauben. Wir entscheiden, an was wir festhalten als Erwachsene. Und ich würde sagen, das Gute behalten, als Erwachsener zu glauben, ist für mich ein bewusstes Festhalten an Dingen. Ein bewusstes Festhalten. Glauben bedeutet für mich als Erwachsener, an etwas festzuhalten. Es gibt einen Vers in der Bibel, 1. Johannes 4, Vers 10. Da heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dieser Vers ist ein Schlüsselvers, weil im Kern von Weihnachten steht nicht das Fragezeichen, halte ich an Gott fest, sondern im Kern von Weihnachten steht das Ausrufezeichen, Gott hält an mir fest. Gott hält an mir fest, weil wenn wir ganz ehrlich sind, für Gott gibt es genauso viele gute Gründe, dich aus dem Fenster zu schmeißen. Also jetzt im übertragenen Sinne, ja, im Bild, zu sagen, hey, come on, ich habe mir den Menschen ganz anders vorgestellt. Nicht so wie dich. Ich hole mir einen neuen, einen, der nicht so viel nadelt, einen mit weniger Schnee auf dem Haupt, keine Ahnung, ja, aber irgendwie einen, wo du sagst, ne, bin enttäuscht, schmeiß dich raus. Nein, Gott sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe mich entschieden, an dir festzuhalten, bevor du dich entschieden hast, vielleicht an mir festzuhalten. Und das ist für mich so ein Schlüssel. Weihnachten ist ein Fest. Und Weihnachten ist das Fest, an dem Gott an uns festhält. Weihnachten ist ein Fest, in dem Gott an uns festhält. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, so sehr hält Gott an dir fest, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sagt, ich sende meinen Sohn in diese Welt, damit er die Dinge in deinem Leben aus dem Fenster wirft, die uns trennen.
Die Dinge, die uns trennen, die soll er rauswerfen. Aber an dir halte ich fest. Und Gott sagt, hey, ich entspreche nicht deinen Erwartungen. Du entsprichst aber übrigens auch nicht meinen Erwartungen. Und er hält dir die Hand hin und sagt, hier, hier ist mein Sohn. Friede, halte ich an ihm fest. Halte ich an ihm fest. Wie kannst du ganz praktisch an Gott festhalten? Wie kannst du ganz praktisch an dem Guten festhalten? Und für mich, ich möchte mit euch jetzt so eine Idee teilen einfach. Sage ich, hey, ich kann mich am Ende vom Jahr entscheiden, an Dingen festzuhalten, die gut sind, und Dinge zu prüfen. Und für mich steht der Baum wie für ein Jahr, was durch ist. Und ich kann sagen, hey, ich prüfe alles, was dieses Jahr war, und ich hänge es dran. Ich sage zum Beispiel, hey, ich bin dankbar für meine Frau. Ich kann sagen, ich bin dankbar für meine Kinder. Und ich bin dankbar für diese eine Woche am Baggersee, weil man uns einen Campingwagen zur Verfügung gestellt hat. Das war ein Highlight dieses Jahr. Und ich hänge es auf. Ich bin dankbar dafür. Und ich bin dankbar für diese vielen lieben Menschen in meinem Leben. Und ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin weiterhin noch gesund. Und so könnte ich weitermachen und ich könnte das ganze Jahr reflektieren und könnte sagen, hey, das sind Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich sage jetzt aber nicht nur, hey, ich danke dem Schicksal und dem Zufall und dem Universum für all diese Dinge in meinem Leben. Weil ich glaube, dass wir Menschen gerne etwas haben, an das wir unseren Dank richten. Und wir bringen wieder ein bisschen Mythos in unser Leben und sagen, wir danken nicht dem Universum, sondern wir danken dem Schöpfer von unserem Leben. Wir richten unseren Dank an Gott und sagen, danke Gott für alles, was da ist. Und ich kann sagen, hey, ich prüfe das Jahr und es war nicht alles schlecht, sondern es gab Dinge, die waren gut und die behalte ich. Und wenn ich im nächsten Jahr den Baum rauswerfe, dann hänge ich diese Kugeln vorher ab und sage, oh, und ich freue mich, ich darf als Erwachsener Vorfreude haben auf das, was nächstes Jahr kommt, weil da wird es auch diese Dinge geben. Und wo ich da zu Hause das vorbereitet habe, ich dachte, das ist ein schönes Bild, aber irgendwie fühlt es sich schräg an. Vielleicht durch die Dinge, die ich jetzt gerade die letzten Wochen und Monate erlebt habe mit Menschen. Und ich kenne so viele Leute, die würden sagen, ja, Henning, so sah mein Baum letztes Jahr auch noch aus. Aber diese Kugel für die Gesundheit, die werde ich dieses Jahr nicht aufhängen können. Und diese Freunde, für die du dankbar bist, die haben mich enttäuscht dieses Jahr. Die Kugel werde ich nicht aufhängen können. Und dieser Lebenspartner, auch diese Kugel werde ich nicht aufhängen können. Und vielleicht hast du auch jemanden verloren, wirklich ganz praktisch verloren. Ein wichtiger Mensch ist aus meinem Leben gegangen, weil einfach nicht, es ging einfach, ist gestorben oder wie auch immer. Und du stellst am Ende fest, es gibt dieses Jahr so gut wie nichts, für das du dankbar sein könntest. Und du hängst diesen ganzen Schmuck wieder ab. Bleibt nur noch eine Kugel hängen. Und diese eine Kugel hat nichts mit deinem Jahr zu tun. Sondern diese eine Kugel hat Gott selber hingehängt an deinem Baum und hat gesagt, hey, ein Geschenk hast du bekommen und das ist mein Sohn. Und den kannst du nicht abhängen. Der wird immer da sein. Das ist das, was dich hält. Und Gott sagt dir, schmeiß nicht alles raus. Schmeiß nicht alles raus, weil eine Kugel, wenn gar nichts mehr da ist, wofür du vielleicht dankbar sein kannst, eine Kugel wird immer da hängen. Und das ist mein Geschenk an dich. Das ist mein Sohn, den ich dir gegeben habe. Ich glaube, so können wir
dieses Jahr vielleicht uns einstimmen auf diese Adventszeit und auf diese Weihnachtszeit. Zu wissen, es gibt einen Halt im Leben. Ich habe Menschen erlebt, die viel verloren haben dieses Jahr und die gesagt haben, diese eine Kugel war das, was mich dran hält, ist das, was mich hält. Zu wissen, der, der damals am Weihnachten in die Welt gekommen ist, ist nicht gekommen, um danach wieder zu gehen, sondern er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schmeißt den Baum nicht mit seiner Bedeutung raus. Und das wünsche ich uns, dass wir dieses Jahr Weihnachten und die Adventszeit so erleben. Nicht, dass es uns irgendwann um die Ohren fliegt und wir versuchen es zu entschärfen, sondern dass wir mit Vorfreude rangehen können. Uns bewusst machen, was dieser Schöpfer Gutes in unser Leben reingegeben hat, der einfach in Jesus sichtbar wurde, in seinen Worten hörbar wurde, in seinen Taten erfahrbar wurde. Und dass wir sagen können, Gott ist kein Mythos. Das Ende der Geschichte ist wahr. Die Krippe ist nicht leer. Und dass dieser Gott, der in Jesus die Hand hinhält und dir zuspricht, auch dieses Jahr, Friede sei mit dir. Amen. Amen. Wir wollen